So, meine Damen und Herren, Bericht aus Erfurt, die Landtagssitzung im März. Neben mir steht Matthias Hai, Fraktionsvorsitzender der SPD im Thüringer Landtag. Hai, drei Tage Landtag, wir sind noch nicht am Ende, aber was ist gut gelaufen? Also wir haben eine stellvertretende Verfassungsrichterin gewählt, das ist ja schon mal was. Wir haben Energiehilfen für Kommunen, für Hochschulen und für Schulen generell auch und Kommunen verabschiedet. Also es gab ein paar Themen, die mit Mehrheit ganz gut hier durchgeflutscht sind. Energiehilfen, das war ja auch ein Thema im Parlament, mehrfach in den vergangenen drei Tagen. Bei den generellen Vermögen im Oktober aufgelegt, das Sondervermögen, dass keine Schulden sind, wie Steffen Dittes auch im Interview hier betonte, ist nicht wirklich ausgereicht worden bis jetzt. Ist alles ein bisschen zu langsam gegangen? Wie sieht die SPD darauf? Naja, es ist so, dass wir mit der CDU gemeinsam dieses Sondervermögen ausgehandelt und die Spielregeln in dem Sondervermögen auch gemeinsam vereinbart haben. Und die waren zum damaligen Zeitpunkt, es musste alles flink gehen, das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, die waren zum Teil nicht klar formuliert. Und jetzt kommen in den Mühen der Ebenen immer die Fragen, wer kriegt denn wann, unter welchen Voraussetzungen und wie sein Geld und wie schnell. Und da muss ich die CDU die Jacke schon anziehen. Wir hatten damals vor, eigentlich die Spielregeln viel klarer und viel einfacher zu fassen. Und die haben versucht, immer noch mal einen Halbsatz dran und so weiter. Und dann ging es nicht flink genug. Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem klar drin steht, gebt den Kommunen erstmal 50 Millionen, den Schulen 12 Millionen, den Hochschulen so und so viel Millionen. Und haben dieses Paket jetzt gemeinsam mit der CDU zunächst in die Anhörung geschickt, weil auch die begriffen haben, es muss jetzt irgendwann flink gehen, weil von Oktober bis heute ist schon wieder ein halbes Jahr rum und irgendwo liegen die Energierechnungen auf dem Tisch. Und deswegen will ich jetzt mal gar nicht auf irgendwelche anderen Leute schimpfen, sondern ich will sagen, damit es wirklich jetzt schnell geht, müssen wir Ende April bei der nächsten Landtagssitzung dann gemeinsam die Hände heben und dann fließt auch die Kohle und das ist ja erstmal gut. Gemeinsam mit der CDU, das bringt mich zur nächsten Frage. Gestern gab es eine interessante Diskussion im Thüringer Landtag über die Öffentlichkeit von Sitzungen und Beratungen im Kommunalparlamenten. Am Ende wurde eine Entscheidung gefällt. Rot-Rot-Grün stimmte dafür, auch die AfD stimmte dafür. Heute gab es eine Presseinformation der CDU, die mit ganz klar kritisiert hat, dieses Abstimmungsverhalten, es wäre doch ein Zeichen für Doppelmoral, weil ja Rot-Rot-Grün in anderen Fällen auch kritisiert hat. Wie beurteilt denn Matthias Hai das? Das ist so eine Pressemitteilung, die dem, der nicht genau in den Landtag reingucken kann, weil er diese Perspektive nicht hat oder gar nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, vorgaukeln soll. Jetzt macht Rot-Rot-Grün genau dasselbe, wie das, was damals geschehen ist, zum Beispiel bei der MP-Wahl, und die werfen uns das immer vor. Aber wer genauer hinsieht, und das muss man einfach mal erklären können, der merkt, wir hatten mit unseren 42 Stimmen immer eine Mehrheit, die völlig egal, was die AfD macht, dafür sorgt, dass dieses Gesetz auch den Landtag passieren kann, weil die FDP sich enthalten hat. Also hätten die dagegen gestimmt, dafür gestimmt oder den Raum verlassen, es wäre immer dasselbe gewesen. Die CDU nutzt das natürlich sofort, weil sie gegen diesen Antrag war und rechnet alle Stimmen zusammen und sagt, damit haben die doch genau dasselbe getan, wie wir bei der MP-Wahl. Aber das ist es eben nicht. Dadurch, dass die FDP sich enthalten hat, war es völlig egal, wie die AfD sich verhält. Und dass die bei einem Gesetzentwurf uns zustimmen, das ist nicht das erste Mal, das kann immer passieren. Umgedreht war es aber so, damals, als Kemmerich sich zur Wahl des MP gestellt hat, ging das nur, weil alle drei, FDP, AfD und CDU, bewusst zusammengehalten haben. Und das war diesmal gar nicht der Fall und deswegen kann man das gar nicht so vergleichen. Aber die CDU versucht das und feuert das raus, bei dem einen oder anderen verfängt das und da wird gesagt, die machen doch genau dasselbe wie die damals. Aber das ist parlamentarisch wirklich nochmal ein feiner, aber sehr gewichtiger Unterschied, den man nicht einfach wegwischen darf. Kann man auch nicht wegwischen, dass es immer schwieriger wird, gemeinsam mit der CDU was auf den Weg zu bringen, denn das bringt uns zur nächsten Sache. PKK, also die Kommission, die den Verfassungsschutz kontrolliert, sollte gewählt werden. Man hat da eine Übereinstimmung im Vorfeld gefunden. Nur Sascha Bilay von den Linken ist doppelt, also zweimal durchgeflogen. Und das sorgte für Verärgerung, auch bei Ihren Fraktionschefkollegen der anderen beiden rot-rot-grünen Fraktionen. Wie sehen Sie das? Naja, es gab eine Absprache zwischen fünf Fraktionen, alle außer der AfD. Und man muss sich an solche Absprachen auch halten können. Wir haben als Rot-Rot-Grün die Kandidaten von FDP und CDU mitgewählt und stellen jetzt fest, das ist umgedreht nicht der Fall gewesen. Und das ist schon schwierig, vor allen Dingen, weil wir wissen, wir befinden uns jetzt so gut anderthalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Und der Ton wird ja von Woche zu Woche schärfer, weil jeder versucht, sich im Moment auch am besten zu produzieren. Ein schönes Signal ist das nicht, vor allen Dingen, weil
dieser Ausschuss im Grunde ein Kontrollorgan für die für den Verfassungsschutz ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir auch in Thüringen Probleme haben mit Salafismus, mit Neonazis, mit Linksradikalen. Und so ein Kontrollgremium, dass du das einsetzen kannst und mit dem Verfassungsschutz gut zusammenzuarbeiten, ist auch für die Sicherheit im Freistaat Thüringen eine sehr wichtige Geschichte. Und wenn so etwas heute zweimal mit Ansage krachen geht, ist das kein guter Tag für das Parlament und auch kein guter für das Land. Und was heißt das als Ausblick für die Haushaltsverhandlungen 2024? Ich kann es in drei Worte zusammenfassen: mir schwant Böses. Mit anderen Worten? Naja, wenn wir jetzt merken, dass ich bei, ich will nicht sagen, dass das eine Nicklichkeit war, aber relativ einfachen, auch personellen Fragen schon bestimmte Absprachen nicht einhalten lassen, wie ist es dann erst, wenn es um Milliarden geht, die für dieses Land im kommenden Jahr eingesetzt werden sollen? Und deswegen appelliere ich nochmal, es gibt ja nochmal eine Möglichkeit, diese Wahl aufzurufen. Im nächsten Plenum wird das der Fall sein, dass sich alle zusammensetzen und sich verdammt nochmal an Absprachen halten. Alles andere ist ja Irrsinn, weil die Leute draußen ja wohl erwarten können, dass gut bezahlte Abgeordnete sich untereinander verständigen und endlich auch dieses Land voranbringen und sich nicht im Kleinen-Kleinen verlieren. Und statt Sascha Bieler einen anderen aufzustellen, wäre keine Option? Also jetzt wird es immer noch schöner. Wir haben der CDU nicht vorgeschrieben, wen sie auf dem Wahlzettel schreiben soll, sondern wir haben gesagt, egal wer draufsteht, den wählen wir mit. Und dasselbe erwarte ich auch von denen. Wechseln wir mal das Thema und kommen zu einem anderen. Wir haben es ja schon angerissen, die Energiehilfen aus dem Sondervermögen. Was glauben Sie, muss nicht in Bezug auf Energiehilfen, da waren Sie optimistisch, dass das klappt in der nächsten Sitzung. Aber Sie haben ein schönes Beispiel gebracht in einer Ihrer Pressemitteilungen. Sagen Sie doch mal den Zuschauern, was das zum Beispiel in Ihrem Wahlkreis an Gewinn bringt, ich sag's mal so. Der Gewinn ist vielleicht gar nicht so, wie sich's anhört, aber Fakt ist, wir haben den Landkreisen und den kreisfreien Städten jetzt Geld zur Verfügung gestellt, weil auch die in allen Einrichtungen, von der ersten Turnhalle bis zum letzten Jugendclub, in Kindergärten, in Schulen, natürlich genauso die erhöhten Gas- und Heizkosten haben wie unser einer auch. Und das macht allein, wenn wir die 50 Millionen mal, die wir für die Kommunen zur Seite gestellt haben, macht das für meinen Landkreis, ich komme aus Gotha, 3,4 Millionen Euro aus. Und damit kann der Landkreis zunächst mal diese Spitzen, die auch er natürlich bezahlen muss, abfedern. Und dann haben wir nochmal zusätzlich Geld bereitgestellt für die Schulen. Unsere Kinder können ja nun weiß Gott nicht bei 19 Grad irgendwo sitzen im Unterricht, da kann nicht so gespart werden. Und alleine meine Stadt, also ich komme aus Gotha, hat auch Schulen in eigener Trägerschaft, also die Grundschulen und die Regelschulen, die sind unter Obhut der Stadt Gotha. Die kriegen jetzt zum Beispiel nochmal 250.000 Euro, also eine Viertelmillion, auch das ist viel Geld, um das abfedern zu können. Und so kann sich jeder Abgeordnete in seinem Wahlkreis dann mal aus diesen Mengen und den Summen rausziehen, was für ihn, wie gesagt, dann auch abfällt. Und das ist eine sehr gute Geschichte, weil wir die Kommunen und die Städte nicht einfach alleine lassen können. Jeder, der, sagen wir mal, auch von der Bundesregierung eine Unterstützung bekommen hat als Normalbürger, muss auch darauf vertrauen können, dass das für das Rathaus gilt. Und wir können jetzt, wie gesagt, diese Leute nicht einfach im Regen stehen lassen. Und deswegen war es gut, dass wir dieses Gesetz jetzt erstmal in die Anhörung gegeben haben. Und im April soll es dann hoffentlich mit einer ordentlichen Mehrheit auch verabschiedet werden. Was muss denn neben diesem Gesetz der Thüringer Landtag bis zum Sommer aus Ihrer Sicht noch abarbeiten? Was wäre wichtig? Naja, wir sind im Moment dabei, zum Beispiel, wir haben das Schulgesetz. Da sollen sehr viele Dinge geregelt werden in der Frage der Inklusion. Also wie gehst du mit Kindern mit Handicap um, wie sollen die beschult werden? Wir müssen natürlich in den nächsten Wochen auch mal die Frage beantworten, wie soll in den kommenden Jahren, also ab 2024, da ist noch ein Haushalt bei uns vor der Brust, wie soll die Arbeit in den Schulen aussehen, mit Schulsozialarbeitern beispielsweise, mit den Lehrern generell, wie soll Polizei richtig aufgestellt werden. Das alles sind Themen, die wir versuchen in den nächsten Monaten nochmal mit anzupacken. Und das wird sehr spannend. Wenn du keine Mehrheit hast, musst du ja ständig in den Nahkampf mit der Opposition gehen. Und die müssen sich irgendwann die Frage beantworten, wofür sitzen wir in diesem Landtag hier auch noch zusammen? Letzte Frage, außerhalb von Thüringen müssen wir den Blick jetzt mal nach Berlin richten. Das wäre wichtig. Sie sind ja der Einzige aus Ihrer eigenen Fraktion, der ein Direktmandat gewonnen hat. Nun ist das Land nicht der Bund, aber im Bund wurde heute eine Wahlrechtsreform entschieden und die wiederum, ich bringe es mal runter, bringt dann eine Verkleinerung des Bundestages, wenn denn das Bundesverfassungsgericht nicht anders entscheidet, denn dass da Klagen eingehen werden, ist klar. Aber meine Frage an Sie, ich meine, Sie waren ja immer stolz darauf. Sie haben dreimal das Direktmandat gewonnen. Ist das
eine vertretbare Lösung? Naja, es geht jetzt darum, dass bei der Wahlrechtsreform möglicherweise der Gewinn eines Direktmandats nicht mehr dazu führt, dass derjenige auch ins Parlament kommt. Und das musst du den Leuten vor Ort natürlich erstmal erklären. Die wählen mehrheitlich eine Person, die wollen sie in den Bundestag schicken. Und dann kommt nach der Wahlrechtsreform jemand und sagt, nee, der wohnt aber gerade in einem Gebiet, wo das nicht zählt. Und deswegen, glaube ich, werden sich nach dieser Wahlrechtsreform etliche Kanzleien und Rechtsanwälte das Briefpapier zurechtrücken. Und das wird eine ziemlich große juristische Auseinandersetzung. Ich kenne aber auch kein anderes Thema, um zu sagen, wie kriegst du den Bundestag verkleinert? Der würde sonst immer weiter aufwachsen. Also ich bewundere auch das Problem, habe aber im Moment noch keine Lösung. Nur, dass derjenige, der direkt gewählt ist, auch im Parlament vertreten sein muss, der Meinung bin ich unabhängig von meiner eigenen Position, die ich jetzt habe, weil ich ein Direktmandat habe, dann schon, weil ich finde, das ist das Gerechteste. Matthias Hall, Chef der Fraktion der SPD im Thüringer Landtag, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.